Willkommen zu einem Zusammenschnitt von vielen interessanten Videos von mir. Let's go! Ich hoffe, meine Mama sieht dieses Video nicht, denn ich werde heute den teuersten Bubble Tea auf der ganzen Welt probieren. Und zwar gibt es den hier in New York und der ist nicht weit von meinem Hotelzimmer entfernt. Nachdem ich nämlich einfach nur bis ans Ende dieser Straße gelaufen bin, war dort auch schon das Einkaufszentrum, wo sich der Bubble Tea Laden befindet. Da war ich noch sehr glücklich, weil ich da den Preis noch nicht wusste. Doch nachdem ich angekommen bin und auf diese Speisekarte geguckt habe, $15 für ein Bubble Tea. Sag mal, ist der aus Gold? Ja, tatsächlich ist er das, und zwar aus 24 Karat Blattgold. Da der mich nach Trinkgeld und Steuern fast 20 Euro gekostet hat, kam extra eine zweite Mitarbeiterin, die Goldfolie drauf macht. An dieser Stelle frage ich mich, ob das einfach nur edel aussieht oder auch anders schmeckt. Aber nachdem ich kurz gedacht habe, der Bubble Tea ist von Louis Vuitton, habe ich ihn dann noch probiert und schmeckt irgendwie reich. Ich soll was? Ihr wollt, dass ich die Bubble Tea Perlen frittiere? Euer Wunsch sei mir ein Befehl. Irgendwie habe ich Angst davor. Ein paar hiervon kommen jetzt in Mehl. Die kommen jetzt in Ei. Und anschließend in Semmelbrösel. Mmh. Ohne Spaß, was ist, wenn es jetzt einfach schmeckt? Wir haben jetzt hier alle frittierten Popping Boba. Und hier unser erhitztes Öl. Und die kommen da jetzt rein. Okay, lieber mit dem Löffel. Okay, geil. Ich sag euch, Tim Jule erfindet hier was Neues. Wir holen die jetzt raus. Geil. Geschmackstest. Das schmeckt einfach gut. Wenn man in diesen Apfelsaft beißt, soll es angeblich klingen wie ein Apfel. Da ich das unbedingt selber ausprobieren will, bin ich hier in den USA sofort in den Supermarkt, wo es diesen Apfelsaft geben soll. Da dieser Laden hier aber so groß ist, dass ich keine Zeit habe zu suchen, zeigt mir die App hier immer direkt, wo die Sache ist, die ich gerade suche. Hab mich also auf den Weg zu dem Regal gemacht und schaut mal, nachdem ich so viele coole Getränke gesehen habe, habe ich auch den Apfelsaft gefunden, der Geräusche machen soll, wenn man dort reinbeißt. Auch wenn ich das am liebsten direkt hier im Laden testen will, habe ich ihn erstmal bezahlt und irgendwie finde ich den Preis für den Apfelsaft ganz schön teuer. Aber gerechtfertigt, wenn das jetzt funktioniert. Nachdem ich ihn also aus der Packung genommen habe und gemerkt habe, dass das ja auch aussieht wie ein Apfel, dachte ich, ich muss den erst einmal öffnen und wieder schließen, damit es funktioniert. Da es immer noch nicht geklappt hat, habe ich ein bisschen abgetrunken und mache ich das richtig? Ich bin auf meiner For You gescrollt und bin auf dieses lustige Video gestoßen. Und ja, das werde ich jetzt selber ausprobieren. Dafür muss ich mein Handy in die Waschmaschine legen. Ich habe schon mal angefangen zu filmen und dann habe ich es mit Tesafilm befestigt. Wünsch mir jetzt mal bitte Glück, dass es hält. Oh Gott. Okay, den ersten Testdurchlauf hat schon mal bestanden. Meine Haare habe ich auch noch schaumig gemacht. Und ja, das Ganze sah so affig aus. So affig wie das Ergebnis. Okay, sie nimmt diese bekannte amerikanische Süßigkeit, beißt im Dunkeln drauf und es entstehen einfach Blitze. Da ich das nicht glauben kann und selber ausprobieren will, bin ich hier in Florida also sofort in den Supermarkt in die Süßigkeitenabteilung gegangen. Und tatsächlich, die haben hier die Süßigkeiten, um die es geht. Aber nicht die Lifesaver-Gummibären, sondern die harten zum Draufbeißen. Habt ihr also genommen, gekauft und gewartet, bis es draußen dunkel ist, weil die Rollläden sind hier so schlecht. Und um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mir also eins geschnappt. Ich hoffe jetzt mal, die Farbe ist egal, aber ich habe ein rotes. Bevor ich draufbeiße, noch kurz das Licht aus. Habt ihr was gesehen? Meine Schwester bringt mir jetzt Roblox bei. Und ich hab's noch nie gespielt. Was spielen wir denn jetzt? Tower of Hell. Ist das gruselig? Nein. Nur wenn man runterfällt. Ich kann da runterfallen? Natürlich! Das ist es. Let's go. Okay, Nele, kannst du es mir jetzt erstmal zeigen? Hallo an alle, die gerade im Server sind. Das ist wie so eine Obby. Das ist eine Obby. Das ist wie so ein Parcours. Also da laufe ich durch. Ah, ja, genau. Geht halt immer weiter nach oben. Sieht voll easy aus. Mhm, genau. Okay. Boah, der wollte dich runterboxen. Banane! Alter, Banane, geh mal weg. Das ist meine Schwester in Ruhe. Der will Stress. Jump. Aber ich glaube, ich kann das. Hey. Viel Spaß. Gut. Oha! Aber wie springst du denn da bitte? Da, mit diesem Ding da. Da muss ich hoch. Nein, nicht das. Da bin ich kaputt gegangen. Ich bin gestorben. Ja, dieses Ding. Wow. Oh mein. Ja! Oh mein Gott! Nein! Welches Game als nächstes? Oh mein Gott, schon als Kind wollte ich immer mal in so einer Dusche duschen und jetzt haben wir einfach eine in unserem Hotelzimmer. Und ihr müsst unbedingt alle Funktionen von der sehen. Nachdem ihr nämlich, bevor ihr duschen wollt, einfach mal hier Musik anmachen könnt, die aus einem Lautsprecher in eurer Dusche kommt und ihr euer Handy anstecken könnt. Hier ist einfach ein Seifenhalter und ihr könnt sitzen. Der krasse Part kommt aber jetzt. Neben einer normalen Dusche könnt ihr Wasser so schräg auf euch kommen lassen. Außerdem seitlich. Ja, diese Teile massieren ein. Dann einfach auch noch von schräg oben. Und zu guter Letzt gibt's sogar noch was für die Füße, was aber ein bisschen gefailt ist. Kommentiert mal, würdet ihr hier gerne duschen? Ich hab ihn kaputt gemacht. Leute, schau mal, hier ist ein Hotdog-Automat. Den testen wir jetzt. Wir nehmen kleines, normale Wurst. Wir nehmen Mayo und Ketchup. Let's go. Mein Gott, Leute. Okay, er nimmt jetzt ein Brötchen. Das ist cool. Okay, er hat sich jetzt das Brötchen genommen. Was macht er damit jetzt? Leute, er tut das rein. Ach, er toastet das jetzt. Das ist so cool. Okay, der Schrank geht wieder zu. Es dauert jetzt kurz. Jetzt öffnet es wieder. Leute, ich hab Angst vor dem Ding. Okay, jetzt nimmt er mein Brot. Was passiert jetzt? Was ist das denn? Ach,
hätte jetzt Ketchup reingefüllt oder wie? Wow. Ich liebe die Zukunft. Oh, jetzt nimmt der eine Wurst. Tut die da rein. What? Oh Gott, passt die? Oh Gott, die passt nicht. Oh Gott, Leute, was? Die passt da nicht rein. Leute, da ist jetzt was schief gelaufen. Au. Das war mein Hotdog. Och man. Wir haben ihn einfach kaputt gemacht. Schnell raus hier. Da liegt meine Wurst. Schnell weg. Meine Schwester und ich machen uns heute zu einer eigenen Lego-Figur. Und ihr müsst dann sagen, ob sie so aussehen wie wir. Nachdem ich mir also zuerst die Hose von der Lego-Figur ausgesucht habe, ich wollte unbedingt eine grüne und habe mich dann für diese hier entschieden, ging es dann an das Oberteil der Figur. Doch als ich das eine grüne ausgewählt habe, ist mir aufgefallen, dass die Hose irgendwie aussieht wie eine Unterhose. Nachdem ich sie also gewechselt und aus tausenden Gesichtern den passenden Kopf ausgewählt habe, ich wollte nämlich keinen, der böse guckt, sondern eher so einen lieben, dem man dann auch noch die perfekte Frisur verpassen konnte, fragt mich, aber in dem Moment fand ich das so toll. Und nachdem man dann der Figur noch eine Sache hinzufügen konnte, die sie in der Hand hält, müsst ihr jetzt mal kommentieren, welche Figur besser getroffen wurde. Okay, ich habe jetzt diese Starbucks-Becher, die ihre Farbe ändern, sobald dann was Kaltes reingießt. Aber das Verrückte ist, man hat keine Ahnung, welche Farbe die werden. Also steht da nicht unten drauf, es ist voll die Überraschung. Deswegen lass es uns testen. Ich fülle jetzt in ein was Kaltes. Und zwar hoffe ich jetzt, dass einfach Wasser reicht. Wir haben hier irgendwie so eine Karaffe, die macht das Wasser ein bisschen sauber. Ist die Farbe weiß oder kommt da noch was? Okay, stopp, wir brauchen Eiswürfel. Beste Investition war eine Eiswürfelmaschine. Okay, ich nehme ein bisschen Eis. Wenn das jetzt nicht kalt genug ist für die Farbe, weiß ich auch nicht. Rein da. Hä, es passiert immer noch nichts. Wir holen mehr Eis. Mehr Eis. Es sieht aus, als schimmelt es gerade. Kann man das noch trinken? Ich mache jetzt mein Auto zu einem Lamborghini. Und da, wenn man einen Lamborghini anmacht, erst so eine Klappe hochmachen muss, bringen wir jetzt genau diese Klappe an mein Auto. Dafür gehen wir jetzt zum Auto. Okay, rein. So, noch ist der Anknopf langweilig. Das ändern wir aber jetzt. Ich bin so gespannt. Wow. Gute Qualität. Hier sind so Kleberinge. Müssen wir da wohl dran kleben? So. Putzen wir hier noch? Abziehen. Ranmachen. Ah, oh mein Gott. Ist das jetzt peinlich oder cool? Obertrend. Okay, let's go. Augen zu. Oh Gott, ist der umgefallen? Alles gut, alles okay. Gut. Nein! Ich dachte, das wäre, warum ist das so schwer? Okay. Ich verarsche wirklich nicht. Jetzt aber! Ja. Wir ziehen jetzt diese Bienenwusel und zwar bis jemand von uns ein ekliges bekommt. Wurst, verfaultes Ei, Ohrenschmalz. Ich hoffe, du kriegst das eklige. Wenn wir sehen. Zieh zuerst. Nee, der beginnt. Schmeckt eigentlich ganz gut. Okay, dann ist es Blaubeere. Okay. Das schmeckt voll gut. Oh Mann. Okay, ich bin dran. Rot? Ja, das ist lecker. Kirsche. Okay, geil. Ich hoffe, du nimmst jetzt so ein richtig ekliges. Wie schmeckt's? Mmh. Na? Alter! Schmeckt so gut. Ja, war Marshmallow. Das ist gemein. Jetzt ich. Auch gelb. Sieht halt aus wie Pipi. Das ist Zitronenlimette. Oh, geil. Alter, ist voll lecker. Okay, Nele ist wieder so an. Melonenkaugummi. Ah ja, du hast immer Glück. Wassermelone. Boah, ich will nicht. Wieder gelb. Das ist verfaultes Ei. Jetzt abonnieren für mehr.